Ja, okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit Metro Exodus. Ja, alter Mann, das kann dir Zug. Du wolltest also eine neue Welt schaffen? Mit denen? Das wird nicht passieren! Dein fehlgeleiteter Versuch! Nein, Jewel! Oh, Gott sei Dank. Ich hab sie! Schnapp dir den Baron! Okay. Nur die Stärksten! Aua! Überleben! Den roten Punkt habe ich gesehen. Gott sei Dank. Wer hat den jetzt da weggesniped? Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber freut für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. So. Artyom, dein Traum hat uns hierher geführt, aber das hilft meinen Leuten nicht. Dieser Krieg ist jetzt auch meiner. Geh, Artyom. Mach deinen Traum wahr. Alles klar, dann Abflug. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Das freut mich. Und was wird das jetzt da, mir und Jewel? Gute Frage, hm? Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker, Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da, und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen? Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jewel zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Das ist cool, dass die zwei sich gefunden haben. Ja. Dann geht's weiter. Danach, war. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Das ist schön. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Gutes Thema. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Oh, soll mein Controller mal wieder anschießen? Mein Controller ist leer. Mein Scheiß. Okay, dann geht's weiter. Sollen wir gehen, Atjan? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Ganz wie du möchtest, Liebes. Ganz wie du möchtest. Weißt du, Atjan? Ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel.
Nein, wir bieten an. Schluck Kaffee. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Nein. Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Oh, Scheiße. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Definitiv. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsitzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Duke hatte 1. Damir ein anderes. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. Oh, sie scheint fertig zu sein mit der Geschichte. Gut, dann können wir jetzt mal aufstehen. Los, Artyom. Ich hole mich noch etwas aus und komme später dazu. Ja, alles klar. Gut, dann gehen wir mal. Was sagt man dazu? Wir sind klar. Alles ist perfekt, Artyom. Folge uns. Oh. Da geht's weiter. Oh, warum? Party! Das ist genial! Ich komme gar nicht weiter. Spaß gemacht. Vielen Dank. Setz dich.
dich in meine Nähe. Na gut. Ich muss dich vor Stepan warnen. Was habe ich verpasst? Alles. Du bekommst noch eine Gelegenheit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Okay. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Oh, wie cool ist das denn? Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! 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 Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Sind verlobt. Oh, Ringe! Stepan, Katja, sprecht mir nach. Ach, die wollen jetzt schon heiraten. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. Und in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren. Zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Gorko! 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 Oh, das ist nicht gut. Oh oh. Was bist du denn da, Baby? Im Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Das sehe ich irgendwie anders. Ja, ich denke, so viel ist ja nicht gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Metro Exodus.